Stockl, jetzt habe ich geglaubt, du kommst halt später wegen einem Friseur. Ich bin auch quasi gar nicht da. Ich habe nur gestern mein Handy vergessen. Und ich mache gerade einen Kaffee. Oh, die arme Kollegin. Wie bitte? Ah, nix. Du, gell, wenn ein wichtiger Anruf reinkommt, Zettel auf den Schreibtisch. Aha, so wie immer. Ja, ich geh schon. Pippi! Kripo Rosenheim, Sturm. Moin, bereits Stockl. Grüß Gott. Was ist los? Leiche, Himmel hoch. Eine Leiche in der Kletterhalle himmelhoch. Ist ja furchtbar. Bis später. Sie gehen schon, Frau Stockl? Frau Lange. Erstens Überstundenabbau, zweitens Friseurtermin. Haben Sie heute noch was Schönes vor? Frau Lange, Sie haben mir doch den Tipp gegeben von dieser Dating-App. Worte sagen mehr als 1000 Bilder. Die ist super, gell? Ja, und ich habe da jemanden kennengelernt und mit dem treffe ich mich heute Abend im Times Square. Nein, das ist ja spannend. Ja, das finde ich auch. Auf alle Fälle, er ist ein wahrer Poet. Dann hoffen wir mal, dass Ihr wahrer Poet optisch kein Reinfall ist. Das hoffe ich auch. Lucky Horst, und jetzt muss ich los. Lucky. Ja, dann viel Glück. Wer heißt Lucky? Ein unbekannter Poet, mit dem sich die Frau Stockl heute Abend trifft. Ein unbekannter Poet? Mhm. Das klingt spannend. Ja, wenn er gut ausschaut. Schmeckt's Ihnen, Herr Stadler? So ist recht. Die Himbeermarmelade ist selber gemacht, allerdings nicht von mir, sondern von meiner Nachbarin. Schmeckt trotzdem wunderbar. Ja, können uns gerne auch ein Glas mit heimnehmen. Sag ich nicht, nein. Wie finden Sie eigentlich den Entwurf für unseren neuen Flyer? Oh, das ist ja Sonntagshorn, der höchste Berg der Chiemgauer Alpen. Ui, da kennt sich aber einer aus. Ja, rein theoretisch. Wirst ja wie so schön, Berge von unten, Kirchen von außen, Wirtshäuser von innen. Haben Sie das entworfen? Eine ganz in Zusammenarbeit mit einem Grafiker aus München. Meine Hilde darf bestimmt einmal gern wieder in den Berg gehen, aber mir persönlich ist das zu anstrengend. Schade. Sieh, dass ich es nicht vergiss, ich muss halt nochmal tagsüber nach München, weil ich eben nochmal einen abschließenden Termin mit diesem Grafiker habe. Gell? Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Gell? Wo ist es denn? Wo ist es da? Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Stockl. Nein, da ist nicht die Frau Stockl, da ist der Michael Mohr am Apparat. Also, Herr Mohr, was gibt's? Also, Frau Stockl würde sagen, es gab eine Leiche. Und wo ist die? In der Kletterhalle himmelhoch. Die Frau Stockl ist beim Friseur. Nein, Moment, wo ist denn diese Kletterhalle? Haarstraße 30. Super. Der Herr Hansen ist bereits informiert, die Spurensicherung auch, die Frau May auch und ich bin quasi schon da. Ja, ich bin quasi auch schon unterwegs. Hilft dir nicht. Gute Damen. Servus, Herr Mohr. Hallo, Herr Seitz. Sind Sie wieder bei uns? Ich muss gehen. Servus. Schönen guten Morgen, die Damen. Ja, guten Morgen, Herr Seitz. Sie sprühen ja halt nur so voller Elan. Geht's Ihnen gut? Alles bestens, danke. Frau Grasegger, könnten Sie mir einen Riesengefallen tun? Selbstverständlich, fast jeden. Reservieren Sie mir doch bitte einen Tisch für zwei Personen im Times Square für heute Abend um 6. Gerne eine ruhige Ecke. Um so Verabredung? Nur so viel, es handelt sich um ein Treffen mit einer mir noch unbekannten Dame. Wow. Bis später. Bis später. Ist ja witzig. Die Frau Stockl trifft sich heute Abend auch mit ihrem unbekannten Verehrer im Times Square. Frau Lange, das kann kein Zufall sein. Was denn? Also, der Herr Seitz heißt doch mit Vornamen Felix. Ja. Und Felix heißt auf Lateinisch der Glückliche. Ja. Und glücklich heißt auf Englisch lucky. Ja. Gut, ich verstehe immer noch nicht, was Sie meinen. Ja, aber Sie haben doch vorher selber gesagt, dass der unbekannte Poet von der Frau Stockl Lucky heißt. Und jetzt denken Sie, dass die... Ja, ich glaube, dass die zwei miteinander verabredet sind und nichts davon wissen. Also, Frau Grasegger, das ist ja so ein Blödsinn. Blödsinn? Was ist jetzt? Arbeit warten, auf geht's. Ja, los. Die sind gut.
Herein. Schönen guten Morgen, Herr 80er. Herr Salz, ich wusste ja gar nicht, dass Sie in Rosenheim sind. Ja, das war diesmal relativ spontan. Bitte. Dankeschön. Ist die Frau Stockel gar nicht da? Nein, die baut gerade Überstunden ab. Aber vielleicht kann ich Ihnen ja behilflich sein. Ja, also wir haben eine interessante Bewerberin hier aus der Gegend für die Stelle der internen Controllerin in München. Oh, hier aus der Gegend. Apropos, wie sieht's eigentlich mit unserem Controller bzw. Controllerin aus? Ja, darum kümmern wir uns dann im Anschluss. Im Anschluss, schön. Ja, und dafür sind Sie extra aus München angereist. Das ließ sich zeitlich nicht anders einrichten. Und Herr Dr. Lauser-König hat mir die Dame wärmstens empfohlen. Hm, Melanie Richter. Sehr sympathisch. Kompetent, würde ich sagen. Und ich bin davon überzeugt, dass eine weibliche Kraft für die Stelle in München bestens geeignet ist. Das glaube ich gern. Wir sind übrigens damals mit Frau Ortmann auch sehr gut zurechtgekommen. Ja, Frau Ortmann. Ich treffe die Dame heute ganz unkonventionell im Times Square. Im Times Square? Ja, ein wenig plaudern, eine lockere Atmosphäre. Na ja, dann viel Glück. Danke. Heute bin ich tagsüber hier im Haus. Ich denke, es ist einiges an Arbeit liegen geblieben, seit Herr Lorenz uns verlassen hat. Oh ja, davon gehe ich aus. Ich schaue morgen vor meiner Abreise noch mal bei Ihnen rein. Ja, machen Sie das. Danke. Herr Salz. Bis dann. Ja, Pfirtigo, du hast überhaupt keinen Scheiß, wenn es dich da runterhält. Das sind bestimmt 14 Meter. 16. Und in der Halle drin ist genauso hoch. Also Unfall können wir definitiv ausschließen, sagen die Kollegen da. Das ist der Sicherungsseil vom Opfer. Offensichtlich manipuliert, total zerrissen. Ist denn das Seil Eigentum der Kletterhalle? Nein, das ist Eigentum vom Opfer. Wissen wir sonst noch was über das Opfer? Naja, das ist die Bettina Auer, 40 Jahre alt ist sie nur geworden, aber sie war eine sehr erfolgreiche Bergführerin. Sagen Sie mal, Herr Mohr, so ein Sicherungsseil, das braucht man ja eigentlich nur im Notfall oder da ist ich mich da. Naja, also die Frau Auer, die hat sich quasi von oben in das Seil hineinfallen lassen. Das machen die Kletterer so. Die klettern nämlich immer noch hinauf. Ja, verstehe. Aha. Woher wissen Sie das? Das weiß ich von Wimmer Franzi. Der Wimmer Franzi, das ist der langjährige Kletterkollege von der Frau Auer. Der hat sich heute auch gesichert. Ich sag's euch, der ist fertig mit der Welt. Habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, Herr Wimmer? Gehen Sie nach Hause, legen Sie sich hin, das wird schon wieder. Aber seine Personalien haben Sie. Ja, freilich. Und der Wimmer Franzi hat mir noch was erzählt. Und zwar, die Frau Auer hat ihr Seil auch gelegentlich im Spind aufbewahrt. Aber das Schloss von dem Spind ist defekt. Also für jedermann zugänglich. Ja, ja. Und dann. Herr Mohr, haben wir Zeugen? Ja. Ja, und? Ja, ich war ja noch nicht fertig. Wir haben noch eine weitere Zeugin. Das ist die Resel Zimmer. Die Resel Zimmer, die sitzt hier an der Kasse, die hat das auch informiert. Und sie hat mir gesagt, dass sie heute um 8 Uhr in der Früh vor der Halle einen Unbekannten gesehen hat. Herr Mohr, gibt es auch eine Beschreibung von dem unbekannten Herrn? Ja, hat es mir auch was sagen können. Und zwar ungefähr 1,85 groß, dunkle Haare, gut gebaut, Hornbrille, 40 Jahre alt, fahrt und läuft. Na wunderbar, so sieht ja jeder Zweite aus. Hallo, Frau May. Schönen guten Morgen. Morgen. Todesursache ist mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Genickbruch. Der Todeszeitpunkt liegt in etwa eine Dreiviertelstunde zurück. Mhm. Eine Dreiviertelstunde, sagen Sie, jetzt haben wir Viertel um 8.30 Uhr. In etwa. Ich nehme an, dass Todeszeitpunkt und Tatzeit nicht übereinstimmen, weil das Seil im Vorfeld manipuliert worden ist. Da stimme ich Ihnen zu. Das höre ich doch gern. Näheres nach der Obduktion? Ebenso. Vielen Dank. Danke, Frau May. Herr Mohr, wer sind eigentlich die beiden da drüben? Er ist der Alexander Wiesinger, der Besitzer von der Kletterhalle. Und sie ist die Jasmin Frey vom Rosenheimer Anzeiger. Ich hätte heute einen Termin gehabt mit der Frau Auer um 9 Uhr. Und zwar da oben in dieser Bar, Kantine, Restaurant, Dingsbums. Ah, ja. Wiesinger zuerst. Gern. Es kommt mein Land. Entschuldigung, Sie sind die Frau Frey. Okay. Wenn Sie bitte im Café kurz auf uns warten würden. Gerne. Danke. Ich fahre jetzt noch geschwind ins Kommissariat. Ich vertrete nämlich heute die Frau Stockel. Friseurtermin. Überstundenabbau. Wiesinger? Das macht's. Wiederschauen! Ja, Herr Wiesinger, richtig. Ne? Ja. Gibt's hier irgendeinen Ort, wo wir uns ein bisschen ungestört unterhalten können? Ja, oben in meinem Büro. Gern. Hm?
80er. Verlassen Sie uns schon wieder? Ja, ja, Termine in München. Frau Lange, haben Sie vielleicht einen Umschlag für mich? Ja, groß oder klein? Dass dieses Buch da Platz hat. Mhm. Das hat der Herr Seitz bei mir liegen lassen. Der Herr Seitz sitzt eh gerade im ehemaligen Büro von Herrn Lorenz. Den will ich jetzt nicht stören. Geben Sie es mir, ich kümmere mich drum. Danke, Frau Krasecker. Wiederschauen. Wiederschauen. Sag's mit Poesie. Frau Lange, das ist jetzt endgültig der Beweis. Für was? Der Herr Seitz ist der Poet, der sich heute Abend mit der Frau Stockel trifft. Frau Krasecker. Also, ich rufe die jetzt an und informiere sie, wer weiß, wann die hier eintrudelt. So, es für Stockel, da haben wir's. Heute hat die Standardansage. Liebe Frau Stockel, Warnung. Bei Ihrem Date heute Abend handelt es sich zu 99% um ein Treffen mit dem Felix Seitz. Auf Wiederhören. Krasecker. Frau Lange, schauen Sie mal, wieso steht jetzt der Stadler mobil? Oh, ja, da haben Sie wohl den falschen Knopf gedrückt. Stadler, Stockel. Hm? Um Gottes Willen, das darf aber nicht wahr sein. Ja, das sagen Sie dann der Frau Stockel mal mit Poesie. Ach du meine Güte. Und dann? Dann haben wir einen Streik gehört. Dann ist mir diese Journalistin, die Frau Frey, entgegengekommen. Dann sind wir runter in die Halle. Und da haben wir es dann schon links in die Bettina. Also die Frau Auer. Aha. Und haben Sie die Frau Auer, sagen wir mal, näher gekannt? Ja, bis vor ein paar Monaten war es bei mir angestellt. Aber dann hat es von heute auf morgen gekündigt, weil es mehr Geld wollte. Verstehe. Und sie hat ja hier in der Kletterhalle einen eigenen Spind gehabt, von dem das Schloss defekt war. Ja, ja. Die kaputten Spinde kann schon länger repariert. Aber die Bettina hat ihre Sachen eh meistens mit heimgenommen. Wie war das heute? Keine Ahnung. Einen großen Rucksack hat sie dabei gehabt. Wissen Sie, ob Frau Auer Feinde hatte? Feinde? Das klingt ja dramatisch. Na ja. Und? Nicht, dass ihr wisst. Ja, aber sagen wir so, also ihr Ehrgeiz hat sie jetzt nicht gerade sympathisch gemacht. Ja, Frau Frey, jetzt hat es doch etwas länger gedauert, sorry. Ist okay. Frau Frey, wissen Sie, was uns als erstes interessieren wird? Wann Sie denn heute Morgen hier angekommen sind? Kurz nach 8 Uhr war da. Die Frau A hat von einer Riesenstory gesprochen. Riesenstory? Aha. Ist Ihnen da irgendwas Besonderes aufgefallen? Ist Ihnen vielleicht jemand entgegengekommen? Na, mir ist niemals aufgefallen. Ich hab hier meine E-Mails gecheckt. Hat die Frau A vielleicht erwähnt, um was es bei dieser Riesenstory, also respektive bei dem Interview, gegangen wäre? Sie hat wohl einen Streit gehabt in der vergangenen Woche mit dem Tobias Teschner. Bitte was? Tobias Teschner, aber nicht der berühmte Bergsteiger Teschner. Genau der. Ja, verrück. Die vergangenen Monate hat Frau Auer sogar die Ehre, ihn persönlich bei Teschner Tours zu vertreten. Bereits dreimal hat sie für ihn die Tour auf die Sieben Riesen der Alpen geleitet. Die Sieben Riesen der Alpen? Ja, das sind die höchsten Gipfel der sieben Alpen-Anrainerstaaten. Was Sie nicht alles wissen, Herr Kollege? Ja, also bergsteigertechnisch, da bin ich reiner Theoretiker. Also. Und bei dem Streit mit Herrn Teschner, um was ist es da gegangen? Eventuell hätte ich das halt erfahren. Am Wochenende wäre er schon wieder tubelang gewesen. Ihm müsste er eigentlich angehen. Kein Problem, wir sind ja sowieso. Wiederschauen. Wiedersehen. Also diesem Herrn Teschner würde ich schon ganz gerne die eine oder andere Frage stellen. Ja, und ihr erst. Das, wenn mein Hildi wissert. Bitte was? Das, wenn mein Hildi wissert. Treppentechnisch bin ich übrigens auch reiner Theoretiker. Herr Hansen, dann sag ich mal schnell Bescheid, dass mir Krasecker hat bei mir angerufen. Die hat sich da bestimmt verweilt. Und vielleicht eine Liebeserklärung? Ach, Krampf, so wichtig wird das nicht gewesen sein. Kripo Rosenheim, Moorapparat Stockel, grüß Gott. Herr Mohr, Stadler hier. Herr Mohr, wir wollten bloß kurz Bescheid sagen, dass wir unterwegs sind zu Teschner Tours. Und wenn ich Sie dran habe, würden Sie mir bitte die Adresse raussuchen. Brauche ich nicht raussuchen, das weiß ich auswendig. Sie wissen doch, beim Mittertor, wo es die guten Karpfen gibt. Ja? Also rechts vom Reisebüro, links von der Puppenstube, da ist der Teschner. Ja, das ist jetzt einmal eine ordentliche Wegbeschreibung. Herr Mohr, und lassen Sie doch einmal unser Mordopfer, die Bettina Auer, durchs System laufen. Hm? Vielleicht finden Sie ja was. Bin ich gerade dabei. Vielen Dank. Stadler, Ende. Und wo müssen wir hin? Hä? Wo wir hin müssen? Stopp, Moment noch. Was gibt's denn? Meine Aushilfe von der Kasse, die Frau Zimmer, hat vorhin einen Fehler gemacht. Was denn für ein Fehler?
Sie hat eine von ihren Kollegen erzählt von einem Unbekannten, der sie komisch verhalten hat. Ah, der große Unbekannte mit den dunklen Haaren und der Hornbrille. Genau. Da handelt es sich aber um den Achim Brunner, der ist seit langem Kunde bei uns. Und der hat gestern Abend sein Geldbeutel im Spinn vergessen und deswegen war er heute früh kurz da. Ah ja. Ja, danke für die Information. Ne? Passt schon. Servus. Fahndung wieder aufheben. Ablosen. Ne? Ja. Gut, dann rufe ich jetzt Herrn Mohr an. Was macht denn der Polizist da? Bitte? Was macht denn der Polizist da? Naja, die Kletterhalle ist jetzt bis auf Weiteres geschlossen. Ne? Aha. Und wer kommt für den Verlust auf? Entschuldigung, da können wir ja jetzt auch nicht weiterhelfen. Mei, Mord, ja? Super. Gut. Gut. Suchen Sie wen? Ich schaue mich noch um. Im Polizeirevier. Ist das verboten? Nein, verboten nicht, aber ein bisschen seltsam. Sagen Sie mal. 40 Jahre, ja. 1,85, trainiert, dunkle Haare, Hornbrille. Waren Sie heute in der Früh in der Kletterhalle Himmelhoch? Na, und bevor Sie mich jetzt verhören, geh lieber. Ganz falsch. Sie gehen jetzt mit mir ins Büro und ich nehme Ihre Personalien auf. Wie bitte? Ja. Das muss sich um ein großes Missverständnis handeln. Ja, das sehen wir dann schon. So, Herr Leopold Wagner, nehmen Sie Platz. Wo wohnen Sie? Sammerbergstraße 126, München. Ein Münchner. Telefonnummer? 0170. So. 0170. Weiter? Okay. Was soll bitte? Gut. Dankeschön. Kann ich jetzt gehen? Nein, können Sie nicht. Sie können sich jetzt da drüben hinsetzen an den runden Tisch und ich rufe die Herrn Hauptkommissare an, ob Sie gehen dürfen. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Gibt immer ein erstes Mal. Dir zu! Ah. Herr Mohr, ich habe auch schon versucht, Sie zu erreichen. Stell Sie mal vor, der unbekannte Zeuge aus der Kletterhalle Himmelhoch war da. Der mit der Dings, mit der Hornbrille? Ja, genau. Leopold Wagner heißt er. Leopold Wagner? Also deswegen wollte ich Sie anrufen. Mittlerweile wissen wir, dass der unbekannte Achim Brunner heißt und der Stammkunde in der Kletterhalle ist. Also die Zeugenfahndung ist somit aufgehoben, ja? Ja, und warum sagt mir das keiner? Ja, Sie sind ja nicht rangegangen. Ja, dann muss ich ihn wieder heimschicken. Ja, das können Sie machen. Danke, Herr Mohr. Wiederhören. Ja. Ist ja heute wieder ein bisschen übereifrig. Ja. Das ist er. Wer? Der Tischler. Haben Sie gleich erkannt? Ja, aus dem Fernsehen. Entschuldigung. Sie sind der Herr Teschner, richtig? Erwischt. Das freut mich jetzt wirklich sehr. Grüß Sie. Tag, Kripo Rosenheim. Hansi, mein Name, mein Kollege, der Herr Stadler. Da, schauen Sie mal. Oh, ja. Herr Teschner, wir hätten da ein paar Fragen an Sie. Ja, gern. Sagen Sie mal, was haben Sie mit Ihrem Fuß gemacht? Ah, bin ich ein bisschen umgeschnackelt, nichts wollt's. Ach, verknackst. Also, für einen Bergführer fahre ich schon, da die sagen. Ja, womit wir schon beim Thema wären. Bitte. Die Frau Auer, die hat doch für Sie bzw. für Ihre Agentur als Bergführerin gearbeitet und durfte Sie sogar vertreten, ne? Freilich, Bettina ist mein bestes Pferdl im Stall. Aha. Die Frau Auer ist leider heute früh in der Kletterhalle abgestürzt. Geh jetzt auf. Ist sie? Ja, leider. Das Sicherungsseil von der Frau Auer ist definitiv manipuliert worden. Also mir ging von Mord aus. Ja. Wann haben Sie denn Frau Auer zuletzt gesehen, sagen Sie mal? Wann waren das letzte Mal da? Vorgestern, da hat es um 3 Nachmittag hat's ein paar Karabiner ausgeliehen für ihre nächste Tour. Wir haben gehört, dass es in der letzten Zeit einmal einen Streit gegeben hat zwischen Ihnen und der Frau. Worum ging es denn da? Ja, sie wollte mehr Geld haben für die Vertretung von meinen Touren. Hätte sie sich noch länger vertreten? Nein, nix. Vor Wochen bin ich wieder fit. Aha. Ja, aber diese Tour, die 7 Riesen der Alpen, die am Wochenende starten soll, die muss schon erstmal ausfallen, oder? Mei, da muss ich ja schauen, dass ich eine Vertretung finde. Leben Sie allein, sagen Sie mal? Meistens, ja. Meine Freundin ist Stewardess und macht gerade eine längere Auszeit in Australien. Australien? Das war auch mal was, hä? Entschuldigung, ich müsste jetzt wirklich. Ja, gut, mir waren's. Vielen Dank. Wiederschauen. Wiedersehen. Und gute Besserung mit dem Fuß. Ja. Jetzt hat's doch ein bisschen länger gedauert. Ja, es sieht ja auch gleich ganz anders aus.
Danke. Schön. Frau Stockel, ich hab was auf dem Herzen. Ist was passiert? Ein blödes Missgeschick. Ich wollte eigentlich Sie anrufen und hab aus Versehen dem Herrn Stadler auf die Mailbox geredet. Dem Herrn Stadler? Ja, es geht um Ihr Date heute Abend im Times Square. Da wollte ich Ihnen unbedingt noch was dazu sagen. Woher wissen Sie das denn schon wieder? Also, das hat die Frau Grasecker vorhin quasi von selber herausgefunden. Na toll. Jetzt wäre es ja interessant zu wissen, wer das Neues war. Also, jetzt weißt du halt wieder nicht, dass sie heute Abend eigentlich mit dem Salz verabredet ist. Keine zwei Hiobsbotschaften an einem Tag. Schon lange. Telefon. Oh. Ach, Frau May, hallo. Hallo, Frau Lange. Wie kann ich helfen? Warum ist bei Frau Stockel die ganze Zeit besetzt? Das muss dann der Herr Mohr sein. Die Frau Stockel ist gerade erst gekommen. Wie auch immer. Könnten Sie den Kommissaren, sobald sie wieder im Haus sind, bitte ausrichten, dass sie zu mir in die Pathologie kommen sollen? Ja, mache ich. Kein Problem. Ciao. Ja, aber Fonzi, das ist doch ein Schmarrn. Pass auf, ich kipp zu dir runter in die KTU. Gell? Servus, für dich. Grüß dich, Michi. Grüß dich, Stockel. Ist mir schon recht abgegangen. Und ganz besonders der Kaffee. Sieht aus wie Tee. Naja, schau, das letzte Mal habe ich fast ein bisschen zwei Pulver erwischt. Michi, das kommt auf die Balance an. 8 gestrichene Löffel ergeben 8 Tassen. Das kann doch nicht so schwer sein. Gibt's sonst was Neues? Du darfst sagen, das glaube ich dir leicht. Ja, schieß los. Na, jetzt wollte ich endlich zum Fernsehen. Ja, und ich muss Kaffee machen. Ja, super. Pass auf, es ist ja so. Die Kletterhalle Himmelhoch hat 3 Abteilungen. Wunderschönen guten Tag, die Damen. Guten Abend. Herr Stadler. Bitte? Also, mir ist das jetzt ein bisschen peinlich, aber haben Sie zufällig meine Nachricht schon abgehört? Da sehen Sie, was habe ich Ihnen gesagt? Krampf. Nein, wieso weiß was Wichtiges bin? Nein, überhaupt nicht. Löschen Sie es einfach wieder. Ah, jetzt haben Sie mir aber neugierig gemacht. Wiederhören. Herr Hansen? Ja? Die Frau May hat vorhin angerufen, Sie möchten doch mal bei ihr vorbeischauen. Es gibt wohl auch in diesem Fall Neuigkeiten. Alles klar, danke. Was? Die zwei haben ein Date miteinander, das hätte ich ja nie gedacht. Bitte, Herr Stadler. Psst. Wer hat ein Date? Ja, da sage ich jetzt erst einmal nichts dazu. Jetzt machen Sie es nicht so spannend. Hallo? Ja, hier geht's lang. Wir haben ein Date mit Frau May, es gibt Neuigkeiten. Die zwei ein Date, das hätte ich nie gedacht. Wer denn? Ah, nix. Wie schon vermutet, ist unser Opfer letztlich einem Genickbruch erlegen. Das heißt, sie war nach dem Sturz sofort tot. Ja, das ist aber jetzt primär mal nichts Neues. Herr Stadler, wenn Sie mich bitte ausreden lassen würden. Entschuldigung. Aber wirklich. Entschuldigung. Also, an den Händen des Opfers habe ich kleinste Spuren von Batteriesäure gefunden. Batteriesäure? Ah, und das heißt? Dass das Seil mit Batteriesäure manipuliert wurde. Dadurch ist es auch gerissen. Die KTU hat das natürlich auch festgestellt. Aha. Das heißt, die Säure hat das Seil ganz unmerklich zersetzt. Unmerklich, Sie sagen es. Im Rucksack des Opfers konnten übrigens keinerlei Spuren nachgewiesen werden. Das heißt aber nichts. Warum? Weil die Säure laut KTU mit einer Spritze direkt in das Seil injiziert worden ist. Ja gut, dann sollen Herr Mohr und die Kollegen von der Spurensicherung auf jeden Fall in der Kletterhalle nach Spuren von Batteriesäure suchen. Und nach einer Spritze. Ja. Ja, ja, der Herr Seitz. Dann wünsche ich alles Gute für heute Abend, gell? Ja, danke. Hat der Herr Seitz heute Abend... Fragen über Fragen. Frau Grasecker, dürfte ich Sie bitten, diesen Brief zuverlässig zur Hauspost zu geben? Sehr gerne, Herr Seitz. Ich habe auch eine Hauspost. Aha. Das hat gerade vorher der Herr 80er für Sie abgeben, bitte. Und wir wollten Sie vorher natürlich nicht stören. Vielen Dank. Hab gar nicht gemerkt, dass ich das oben hab liegen lassen. Hätten Sie vielleicht einen Lesetipp für mich? So ehrlich gesagt ist das gar nicht mein Buch. Eine gute Freundin von mir aus Rosenheim hat es einer anderen guten Freundin von mir geliehen und jetzt soll ich es eben dieser guten Freundin aus Rosenheim zurückgeben. Ja, danke schön. Haben Sie das jetzt verstanden? Das Buch gehört anscheinend nicht ihm. Der hat doch eh schon so viele Freundinnen. Hä? Ja. Hallo, Frau Stockel. Ah, die Herren. Grüß Gott. Aha, fest sein. Wir haben heute Abend noch was Schönes vor, ja? Herr Hansen, auch ein Tässchen? Ja. Seid froh, dass ich einen frischen gemacht hab. Moor. Ganz genau. Übrigens, in den Fall bin ich voll involviert.
also im Bilde. Ich habe ein bisschen im Netz recherchiert und habt ihr gewusst, dass die Frau Auer bis vor ein paar Monaten eine On- und Off-Beziehung zu diesem Alexander Wiesinger gehabt hat? Nee, wussten wir nicht. Sehen Sie mal, das hat er uns verschwiegen. Stimmt doch was nicht. Ja, dann auf nach Himmelhoch. Ne? Frau Stockel, bis später. Bis später. Hm. Frau Stockel, Ihr Kaffee, wie immer. Wiederschauen, Schleimer. Ja, da seid ihr endlich. Ja, der Herr Hansen hat mir wieder super Abkürzung gewusst. Also wie gesagt, ich konnte ja nicht wissen, dass da heute Holz gefällert wird. Ne? Okay. Folgendes, Sie haben leider keine Batteriesäure gefunden. Hm. Auch keine Spritze gefunden, nehme ich an. Nein, aber dafür was anderes. Das war hinten in der Papiertonne. Rosenheimer Wand, Kletterhalle, Neueröffnung. Es schaut so aus, als hätte die Frau Auer vorgehabt, in 2 Monaten ihre eigene Kletterhalle zu eröffnen. Und dafür hat sie Werbung gemacht. Und das hier und das gescheit. Ach. Das hat dem Herrn Wiesinger natürlich nicht gepasst und hat die Dinger verschwinden lassen. Wo ist denn der Herr Wiesinger jetzt? Das weiß ich nicht. Ihr habt ihn nicht gefunden, ihr habt ihn nicht erreicht. Grüß Gott, die Herren. Schaut mal, was wir im Keller gefunden haben. Was ist denn das? Alte Stirnlampen. Die Batterien sind ausgelaufen. Also doch Batteriesäure. Danke, Fritz. Fast. Franz? Na, immerhin. Herr Mohr, den Herrn Wiesinger bitte zur sofortigen Fahndung ausschreiben lassen. Ja? Alles recht. Danke. Und Franz, falls ihr doch eine Spritze findet, melden wir uns umgehend. Danke. Ja, Herr Dr. Lauserkönig, das hat geklappt. Um 18 Uhr treffe ich mich mit Ihrer Favoritin für die interne Stelle in München. Schauen wir mal, dann singen wir schon, wie man in Bayern so schön sagt. Ja, auf Wiederhören. Herr Wiesinger, warum haben Sie uns das heute in der Früh nicht gesagt, dass die Frau Auer demnächst auch eine eigene Kletterhalle eröffnet hätte? Ist das von Bedeutung? Naja, in einer so eher überschaubaren Stadt wie Rosenheim war doch das eine Riesenkonkurrenz für Sie, oder nicht? Hm. Herr Wiesinger, schauen Sie mal, was die Kollegen in dem Keller gefunden haben. Das sind eure Stirnlampen. Hm. Da sind die Batterien ausgelaufen, ne? Ja, die muss ich entsorgen. Also zufälligerweise wurde das Seil von Bettina Auer mit Batteriesäure manipuliert. Deswegen ist es gerissen. Ah, jetzt glauben Sie, dass ich... Warum sollt ihr denn das tun? Frust, Eifersucht. Hm? Warum sind den Schmarrn her? Die Bettina und ich, wir haben vor einem halben Jahr einen klaren Schnitt gemacht. Es ist immer mehr herausgestellt, dass das zwischen ihr und dem Teschner keine einmalige Geschichte war. Eine Affäre zwischen der Bettina Auer und dem Tobias Teschner. Mein berühmten Bergsteiger Teschner. Ah. Also, Herr Wiesinger, auf jeden Fall hatten Sie ein starkes Motiv, Frau Auer umzubringen. Ich möchte jetzt einen Anwalt. Gut, Herr Mohr, telefonieren darf er, aber er bleibt trotzdem bei uns. Herr Wiesinger, gehen wir uns ein bisschen mit. Herr Hansen, sagen Sie. Hallo. Sie gingen also auch davon aus, dass der Herr Wiesinger der Mörder ist, oder? Hm? Ja, also erst verlässt sie ihn beruflich, dann betrügt sie ihn auch noch und zu guter Letzt macht sie mit einer eigenen Kletterhalle Konkurrenz, ja. Hallo, die Herren, grüß Sie. Hoppala, da hat's aber heute jemand ganz eilig, hä? Ja, ich hab noch, ich muss noch mal schnell ins ehemalige Büro von Herrn Lorenz, also das frühere Büro von der Frau Heinlein, ein Fax versenden und dann habe ich noch eine kurze Verabredung im Times Square. Ah, dann stimmt es also doch, was die Frau Grasecker bei mir auf die Mailbox gekriegt hat. Herr Stadler, ein privater Geheimmission. Ich will nichts wissen. Ganz genau, Frau Lage, Sie haben recht. Schönen Feierabend, die Damen. Ja, schönen Feierabend, die Herren. Wiederschauen und Frau Stockel, Ihnen einen besonders schönen Abend, gell? Hm? Ist Frau Stockel da mit drin? Danke. Frau Grasecker, jetzt würde ich aber doch ganz gern wissen, was Sie dem Herrn Stadler auf die Mailbox gesprochen haben, was eigentlich für mich bestimmt war. Frau Stockel, es ist ja so, ich wollte Sie vorwarnen, dass es sich bei Ihrem Date von heute Abend um den Herrn Seitz handelt. So ein Schmarrn habe ich noch nie gehört. Ja, das denken wir uns mittlerweile auch, gell, Frau Grasecker? Ja, dann wünsche ich einen schönen Feierabend, der Herr Seitz. Ich bleibe spielen. Na, da bin ich gespannt, wie das ausgeht. Oh. So,
Solili, machst du für den Tisch 5 noch 2 Kirschsaft-Jolly, bitte? Mach ich. Servus, ciao. Miriam, grüß dich. Guten Abend. Ich habe einen Tisch für 2 Personen auf Lucky bestellt. Ah ja, schauen Sie, der ist gleich hier vorne. Sehr gut. Wissen Sie schon? Einen kleinen Moment nur, bitte. Das freut mich jetzt sehr. Perfektes Timing. Abend, ja. Darf ich Sie zum Tisch begleiten? Ja, sicher. 2 Gläser Champagner, bitte. Sehr gern. Sie mögen doch Champagner? Ja. Ja, Miriam, wie geht's dir denn? Gut. Was darf sein? Was? Bringst mir Weinschorle, aber es eilt nicht. Sehr gern. Das freut mich jetzt wirklich sehr, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen. Erzählen Sie doch mal was von sich. Ja, was soll ich sagen? Also erst einmal freue ich mich darüber, dass es jetzt auf die Schnelle geklappt hat mit unserem Treffen. Servus, Herr Stadler. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie jeden Moment kommen. Haben Sie auch Hunger? Und wir. Feierabendbier? Ach, Frau Hofer, Sie können wahrlich Gedanken lesen. Bitteschön. Ja, ja. Frau Hofer, wie war es denn heute überhaupt für einen Grafiker in München? Ah, super. Schauen Sie, das ist der erste Probedruck. Aha, sehr schön. Und wie schaut's bei Erna aus? Gibt's schon eine heiße Spur im Mordfall? Ja, also so gesehen noch nichts Konkretes, aber. Im Vertrauen. Frau Stockel hat heute noch ein Date mit dem Herrn Seitz. Und wer sagt das? Die Frau Grasecker. Wenn die Frau Grasecker das sagt. Ja, und sehr viele Indizien sprechen ebenfalls dafür. Niemals. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Bier. Nein. Doch. Ciao, ich zahl dann. Der hat mich mal versetzt. Wer? Niemand. Weißt was? Es geht aufs Haus. Danke. Übrigens, ein nettes Lokal haben Sie hier vorgeschlagen. Wie meinen Sie das? Ich war noch nie hier. Naja, Sie haben doch das Times Square ausgesucht. Nein, Sie wollten mich doch hier zum Bewerbungsgespräch treffen. Wie bitte? Sie sind doch der Herr Seitz. Nein, ich bin Lack. Leopold Wagner. Hier muss es sich um ein Missverständnis handeln. Doch, sehr zum Wohle. Guten Abend. Ha, der Seitz. Ich hatte einen Tisch für 2 Personen bestellt. Tut mir leid. Ist meine Begleitung noch gar nicht da? Nicht, dass ich wüsste, aber der Tisch ist schon fertig. Gleich da hinten. Danke sehr. Gern. Herr Seitz? Ja, Frau Richter? Ja. Tut mir leid, dass ich ein paar Minütchen verspätet bin. Die Parkplatzsuche hat sich etwas schwieriger gestaltet. Das ist gar kein Problem. Darf ich bitten? Gerne. Ja, ich würde dann gern zahlen. Mach mal gleich. Ist nicht Ihr Dog, oder? Die Bananenmilch ist hier hervorragend. Um die Uhrzeit würde ich allerdings eher eine Apfelschorle nehmen. Ach. Was? Bin schon in der Stadt. Selbst ist der Mann. Sehr witzig. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Stockel. Und haben wir gestern einen schönen Abend gehabt, ja? Entschuldigen Sie, Herr Stadler, aber darüber möchte ich mit Ihnen nicht sprechen. Die Frau Frey vom Rosenheimer Anzeiger war gerade da. Aha, und was hat die wollen? Die Ermordete, die Frau Auer, hat ihr eine CD mit MRT-Bildern geschickt vom Herrn Teschner. Ein MRT? Und was ist da drauf zum Sehen? Mei, schaut aus wie ein Knie. Angeblich vom Herrn Teschner. Gut, dann würde ich sagen, bringen Sie das Zeug einmal hinunter in Pathologie und die Frau Meise einen Blick drauf werfen. Ich fahr gleich los, gell? Ja, ich sag dann dem Herrn Hansen Bescheid. Alles klar, wieder, Herrn. Tja. Dann hat sich das jetzt quasi erledigt. Ach, wunderschönen guten Morgen, Herr 80er. Einen schönen guten Morgen, Frau Lange. Frau Grasegger. Herr 80er. Sagen Sie, ist der Herr Seitz schon im Haus? Wurde noch nicht gesehen, oder, Frau Lange?
Von mir nicht, nö. Gut, danke. Guten Morgen, Beinand. Ah. Oh, Frau, guten Morgen. Herr 80er, schön, dass Sie schon da sind. Haben Sie kurz einen Moment Zeit? Ich wollte Ihnen den neuen Flyer für die Ausstellung zeigen. Ja, sehr gern. Schön. Gehen wir doch gleich in mein Büro. Moin, Herr Kollege. Morgen. Das ist ja mein Zufall, dass wir genau zur gleichen Zeit hier eintreffen. Jetzt bin ich aber gespannt, ja? Moin. Worauf genau? Ja, auf alles. Ha? Danke. Schönen guten Morgen, Frau Grassegger. Herr Hansen, guten Morgen. Frau Grassegger, ich glaube, der gestrige Abend ist nicht sehr gut verlaufen. Das glaube ich auch, Herr Stadler. Die Frau Stockel war heute früher sehr kurz angebunden. Aha. Also, ich scheine ja noch nicht so weit zu sein mit Ihren privaten Ermittlungen. Ja. Wir sehen auf diesem aktuellen MRT das Knie von Herrn Teschner. Was ist mit dem Knie? Die Verletzung liegt wohl schon einige Zeit zurück. Sie wird übrigens auch als Unhappy Triad bezeichnet. Der Laie muss jetzt das nicht gleich auf Anhieb verstehen, oder? Nein, dafür hätten Sie Medizin studieren müssen. Man macht Fehler im Leben. Wenn Sie so nett wären und uns trotzdem erklären könnten, Frau May. Also, es handelt sich um eine Verkettung von unglücklichen Verletzungen im Kniegelenk. Dabei wurden das Innenband, der Innenmeniskus und das Kreuzband geschädigt. Autsch. Das ist ja eine blöde Krankheit für einen Berufsbergsteiger. Hm? Verletzung. Und mit dieser Verletzung sind Sie gar kein Bergsteiger mehr. Das würde ja bedeuten, dass der Teschner in Zukunft nie mehr eine von seinen Touren selber übernehmen kann. Hm? Auf gar keinen Fall. Mhm. Herr Stockl, jetzt sag's halt, was ist denn? Schönen guten Morgen allerseits. Morgen. Aha, wunderbar, Herr Staatsanwalt. Alles klar, danke. Morgen, Herr Mohr. Morgen. Ausdurchsuchung beim Teschner. Ja, super. Privat oder geschäftlich? Beides. Und bringen Sie den Teschner auch gleich mit her. Gell? Ja, das mal. Wiedersehen, Frau Stockel. Darf ich Ihnen auch einen einschauen? Sehr gerne. Was? Wegen gestern Abend. Ah. Da haben Sie beste Arbeit geleistet mit dem Grafiker bei dem Flyer. Vielen Dank. Es freut mich, dass Sie das sagen. Herein. Stöch? Herr Seid, Sie stören doch nicht. Morgen. Guten Morgen. Ich wollte mich verabschieden. Wie war Ihr Bewerbungsgespräch gestern im Times Square? Erfolgreich? Das kann man wohl sagen. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Oh ja, danke. Ja, ach, was soll's. Jetzt erzähle ich's einfach. Das ist eine wirklich ulkige Geschichte. Ich kam etwas verspätet ins Times Square, weil ich zuerst keinen Parkplatz gefunden habe. Und als ich dann reinkam, saß Frau Richter, also unsere Bewerberin, irrtümlich an einem anderen Tisch bei einem Herrn, der ursprünglich mit einer anderen Dame verabredet war. Und das ist niemandem aufgefallen? Sein Blind Date ist gar nicht erst aufgetaucht. Er hat sich der Frau Richter noch als Lucky vorgestellt. Mei, der Arme. Glück hat an dem Abend nicht gehabt, gell? Ja, dafür war er aber von der Natur gesegnet, soweit ich das als Mann beurteilen kann. Ja, so, jetzt muss ich zurück nach München. Frau Richter tritt nächsten Monat ihre Stelle als Controllerin bei uns an. Da gibt's noch einiges vorzubereiten. Gott. Ja, Herr Salz, Wiederschauen. Und Sie vergessen uns nicht. Ja. Stuckel. Entschuldigung, Hausdurchsuchung beim Teschner ist schon fast abgeschlossen. Ist im vollen Gange. Gut. So. Und dir sage ich jetzt einmal was. Ich habe das Gefühl, dass du heute ein bisschen grantig bist. Sagen wir es mal so, nicht gut drauf. Ja, es ist wirklich eine abenteuerliche Geschichte. Hallo. Frau Stockel, die Unterschriftmappe zurück. Wenn Dr. Lauser-König anruft, stellen Sie bitte sofort durch. Gerne. Und eine Tasse Kaffee wäre wunderbar. Ja, ich wollte mich nur kurz verabschieden. Was ist denn so lustig, Frau Marie? Mei, der Herr Seitz, der hatte doch gestern Abend ein Bewerbungsgespräch im Times Square. Wie er angekommen ist, ist seine Bewerberin aber irrtümlich beim Unbekannten gesessen. Der wiederum hatte eigentlich ein Blind Date, ist aber von seiner Angebeteten versetzt worden. Ein totales Durcheinander. Hat der Herr Seitz gesagt, wie dieser Unbekannte ausgeschaut hat? Von der Natur gesegnet, O-Ton Seitz. Und er hat sich Lucky genannt. Er? Was hast du jetzt damit zu tun? Ich glaube, dieser Lucky heißt im richtigen Leben Leopold Wagner. Und den habe ich gestern versehentlich festgenommen im Kommissariat, weil er ausgeschaut hat wie ein Verdächtiger. Das ist mein Blind Date gewesen. Entschuldigung. Gibt's ja nicht. Habt ihr keine interne Datenbank? Freilich, ich hab den doch selber angelegt.
Datenbank. Das ist die Idee, Frau Hofer. So, Moment einmal. Leopold Wagner. Achtung, unvollständiger Datensatz. Ja, man sieht's, dass du das angelegt hast. Aber Telefonnummer ist da. Herein. Grüße aus der KTU. Ah, danke, ich komm gleich mit. Ja, dann steht ja einem richtigen Date nichts mehr im Wege. Wenn er hingeht. Ja, toi, 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 ich muss. Nimmt der den fest? Gut, danke. Wiederhören. Ja. So. Hä? Kurzfassung, die Lebenspartnerin von Herrn Teschner lebt tatsächlich seit 3 Monaten in Australien. Gut, dann fällt dir das Verdächtige flach. Gut gesagt. Gut recherchiert. Schaut mal, was wir beim Teschner gefunden haben. Herr Teschner, die Frau Auer wollte mit ihrer Verletzung zur Presse, also sprich an die Öffentlichkeit, gehen. Stichwort dauerhafte Berufsunfähigkeit. Was heißt denn da Berufsunfähigkeit? Von wegen ein bisschen den Fuß verknackst und so. Hier, Frau Auer wollte ihre Erfolgstour die 7 Riesen der Alpen demnächst eigenständig anbieten. Und Sie, mein Lieber, wollten das mit aller Macht verhindern. Schauen Sie mal, was unsere Kollegen von der Spurensicherung bei Ihnen im Lager gefunden haben. Ja, das ist mein Joppen. Gut. Da dieses herzförmige Etwas. Das ist ein Loch. Das war Batteriesäure. Und mit exakt dieser Batteriesäure ist das Kletterseil von der Bettina Auer manipuliert worden. Ja. Was ja? Die Frau wollte mein ganzes Image zerstören. Die Bettina ist vor 2 Tagen zu mir gekommen. Man ist ins Lager gegangen, dass sie sich die Wasser und Karabiner für die nächste Tour ausgesucht. Und den Rucksack, den hat sie an die Garderobe gehängt. So hat sie es immer gemacht. Berufsunfähigkeit. Die Marke Tobias Teschner war hier gewesen. Das macht man doch nicht sowas, oder? Oder? Herr Teschner, machen wir es kurz und schmerzlos. Sie sind vorläufig festgenommen, weil Sie im dringenden Tatverdacht stehen, Bettina Auer ermordet zu haben. Herr Mohr, bitte. Ja. Herr Teschner, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Ja, hat sich Ihr privater Fall denn mittlerweile auch aufgeklärt? Also, wenn ich Glück habe, wird mir das die Frau Grasecker erzählen. Mailbox. Ja, genau.